Höfer, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wie ich mich freue. Sie kommen aus Köln von weit her. Sie sind bei uns aber ein sehr Bekannter. Wie wir hier hereingekommen sind, Sie haben es gehört, hat unser Studiopublikum applaudiert. Ich bin überzeugt, das hat in erster Linie Ihnen gegolten. Man kennt Sie hier als Moderator, aber nicht als Privatperson oder Person. Und weil Sie ein bisschen die Augsbrauen hochheben, muss ich Ihnen ein Zitat geben. Das heißt, Sie haben gesagt, einem meiner Kollegen, eine Talkshow ist eine Veranstaltung, bei der die Persönlichkeit der Personen, die mitwirken, wichtig ist und nicht das Thema. Und nachdem Sie also hier wissen, das ist eine Talkshow, sind Sie mir nicht böse, wenn ich nicht nur von der Sache rede, obwohl das auch, sondern auch ein bisschen von Ihnen, von Ihrer Person. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Sie eigentlich scheu sind. Stimmt das? Menschenscheu, ja. Menschenscheu. Und hier, wo Sie ein bisschen von Ihrer Persönlichkeit vielleicht doch, das tun Sie sonst ja nie, preisgeben, ist das ein klein wenig ein Abenteuer? Ja, ich bin in einem fremden Land, in einem befreundeten, benachbarten Lande. Aber immerhin für mich als den klassischen, geradezu dogmatisch verbohrten Nichtreisenden, ist ein Flug von Köln nach Zürich etwa so wie ein Flug bei Klaus Mehnert von Frankfurt nach Peking oder bei Charlotte Peter von Zürich bis Bangkok. Ich rechne mir das ganz hoch an und nicht mir persönlich, sondern überhaupt unserem Schweizer Publikum. Ist es auch ein bisschen Kiebitzen? Weil wir sind ein kleines Land, wir sind ein kleines Fernsehen, ohne Zweifel. WDR ist die größte Anstalt in Deutschland, abgesehen von ZDF, soweit ich weiß. Aber vielleicht, um doch mal einen Blick da reinzuwerfen, wie machen denn die da, die kleinen Kollegen aus in der Schweiz? Also ich werde mich hüten, die Qualität eines Landes nach den Dimensionen seines Fernsehens zu beurteilen, Herr Kollege Gautschler. Wohlgetan. Außerdem muss ich Sie beglückwünschen. Sie sind nach meiner Kenntnis das einzige Fernsehland der Welt, in dem das Fernsehen in einer Straße untergebracht ist, die sogar Fernsehstraße heißt. Das ist auch wahnsinnig originell. Nicht? Ja. Und so naheliegend. Ja, ja, ja. Sie haben gesagt, ja, Sie seien scheu. Für mich sind Sie eine sehr bewunderte Figur, nicht allein von mir, von vielen Menschen. Aber um Sie herum ist doch viel Reserve. Eine Art Cordon sanitaire. Und mir ist aufgefallen, das weiß ich so in einem Interview mit Playboy, ein sehr gutes übrigens, dass Sie Ihre Frau eigentlich immer als Frau Höfer vorstellen. Nie als meine Frau oder mit dem Vornamen. Das deutet doch eigentlich alles darauf hin, dass Sie sehr Distanz halten zur Umwelt, zu anderen Menschen, auch zum Alltag. Also ich halte zu der Frau, mit der ich verheiratet bin und der ich zwei Töchter verdanke, überhaupt keine Distanz, sonst hätte ich auch keine Kinder. Nein, ich meine gegenüber der übrigen Welt. Aber dass ich sie nicht als meine Frau präsentiere, ist der Respekt vor jeder Frau. Ich besitze einen Kugelschreiber, ich besitze meine Krawatte, aber die Frau, mit der ich verheiratet bin, die sich darauf einließ, mit mir eine Ehe einzugehen, ist nicht mein Besitz. Das besitzanzeigende Fürwort mein möchte ich auf Menschen nicht angewandt wissen. Ja. Eine gewisse Scheu, haben wir gesagt. Aber bezieht sich die nicht auch auf das, ja, die Wirklichkeit, das tägliche Leben, die Kruditäten und Krassheiten des Lebens, dass Sie auch davor ein bisschen sich distanzieren? Nein, nichts liebe ich so wie das Leben. Und die Steigerung von Leben ist ja live und live ist ja Fernsehen. Aber richtig ist, dass ich auf Menschen neugieriger bin als auf Sachen oder Einrichtungen oder Länder. Und menschenscheu, ich muss ja das noch erklären, was ich damit meine. Ich hätte keine Scheu, wenn man mich ließe, in der Dortmunder Westfalenhalle, Fassungsvermögen 18.000 Menschen, aufzutreten und etwas zu machen oder etwas mit mir machen zu lassen. Aber vor sehr wenigen Menschen, die möglicherweise etwas von mir erwarten, was ich gar nicht erfüllen kann, davor habe ich Scheu. Wenn mich vor 15 oder 20 Jahren am Strand von Sylt
eine Frau ansprach, sie haben doch gute Beziehungen, können Sie nicht mal im Kreml anrufen, da hätte ich ja sowieso Klaus Mehnert einschalten müssen als Verbindungsmann, können Sie nicht mal im Kreml anfragen, was mit meinem Mann oder meinem Sohn ist, dann dazu sitzen und keine Antwort zu wissen und nur stammeln zu können und einem Menschen nicht mit einem Rat oder gar einer Tat beispringen zu können, das macht mich eben scheu, dann habe ich auch Lampenfieber. Das trifft sich aber eigentlich mit dem, wie ich es mir vorstelle, wobei meine Vorstellungen vielleicht völlig falsch sein können, nämlich eben, wenn man vor 15.000 Menschen steht, dann hat man mit diesen Menschen ja nichts zu tun. Man ist ja dann eigentlich Performer, also man führt etwas vor, aber man kommt nicht in hautnahen Kontakt. Aber das tut man doch unter anderem in der Wirklichkeit. Also ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Ich weiß nicht, was Sie dazu sagen. Greift nur hinein ins volle Menschenleben. Das ist ja doch eigentlich nicht für Sie. Also ich will Ihnen einen, das heißt also hautnaher Kontakt. Ich will Ihnen einen Beweis schuldig bleiben, lieber Herr Dr. Gautschi. Wenn ich Zeit hätte nach unserem Rendezvous hier und Sie würden Ihre Drohung wahrmachen, mich in irgendeines der ersten Häuser am Platz sicher zu schleppen, zwecks Abendatzung, würde ich Sie sehr herzlich bitten, können wir nicht in eine ganz einfache Kneipe gehen? Mir liegt mehr daran, für die paar Stunden hier mit den Leuten, die unser Programm sehen oder weggucken, zusammen zu sein, als mit Leuten, die ich in Paris, in London, in Berlin, in Frankfurt, Hamburg, wo auch immer und sogar in Köln ja auch treffen kann. Also insofern bin ich für Kontakt. Tun Sie das auch allein, wenn Sie allein in einer Stadt sind? Ja. Allerdings, ich bin so extrem auf Geselligkeit angelegt, dass ich nervös werde, wie Bert Brecht ja beispielsweise immer nur im Kollektiv schreiben konnte. Mir geht es ähnlich. Dass ich Nähe suche. Deshalb fahre ich so gern Eisenbahn. Weil man da immer mit Menschen ja notwendigerweise ins Gespräch kommt oder gebracht wird. Ich will nämlich auf etwas Bestimmtes heraus. Ich weiß nicht, ob das falsch ist. Ja, Sie wissen es. Sie haben es geahnt. Nämlich, Sie haben in demselben Gespräch haben Sie gesagt, in einem bestimmten Zusammenhang, nämlich wie Sie Ihre Informationen beschaffen. Ich halte mich für einen der Bestinformierten, erschrecken Sie nicht vor dieser teutonischen Arroganz, ich halte mich für einen der bestinformierten Menschen der Welt. Und dann haben Sie beigefügt, also ich lese sehr viele Zeitungen, das wissen wir alle. Sie hören sehr viel Radio, Nachrichten, eigentlich beinahe Tag und Nacht, soweit ich es weiß. Sie schauen sehr viel Fernsehen auch. Sie haben Gespräche mit Leuten, die an Ort und Stelle waren und sagten dann, weil man sie ansprach auf Reisen, was sie sehr wenig tun, ich wüsste nicht, was ich durch Reisen beispielsweise zusätzlich erfahren könnte. Kann man nicht doch ziemlich viel erfahren durch Reisen? Das bestreite ich überhaupt nicht. Ich verdanke Frau Charlotte Peter sehr viele Erkenntnisse, die sie stellvertretend für mich ja beschafft hat. Klaus Mehnert vielleicht, entschuldigen Sie, noch ein paar mehr. Aber dafür lese ich, kaufe ich ja auch seine Bücher. Na, erst kaufen und dann lesen. Und außerdem nichts gegen Zitate, erst recht nicht, wenn sie stimmen. Nur sie müssen aber auch in der Herkunftsbezeichnung stimmen. Diesen kecken, vorlauten, vollmundigen Satz habe ich, glaube ich, sogar im Schweizer Fernsehen zum ersten Mal abgesondert. Ja, meinem Kollegen Alfons Matt in diesem Gespräch aus erster Hand. Das habe ich mir das ganze Band angesehen und war sehr beeindruckt, weil Sie das mit der üblichen und selbstverständlichen Souveränität, darf ich sagen, geleitet haben eigentlich? Oder ist das nein, ich habe ihn nicht leiten also, lassen. Sehr geschickt. So, aber wie, konkret so wie eine bei mir. Dame beim Tanz sich leiten lässt, führenderweise. Ja, da kommt es ja manchmal noch zum Verführen, ja. Aber ich habe auf dem Flug hierher beispielsweise New York Herald Tribune von heute gelesen. Ich weiß in diesem Augenblick über bestimmte Entwicklungen der amerikanischen Politik und auch einiger anderer Länder garantiert mehr als die diplomatischen Vertreter, die in diesen Ländern tätig sind. Bei Journalisten erstens immer mehr. Ich hätte beinahe gesagt, das ist nicht so schwierig. Ja, Sie sagen es. Ich darf Sie fragen, Herr Mehnert und Frau Peter, was sagen Sie zum Reisen? Sie reisen ja enorm, Sie beide. Und Ihre Bücher und Ihre Artikel beruhen ja auf der eigenen unmittelbaren Anschauung. Nun, also für mich ist das so, ich glaube, dass es Leute gibt, nicht? Die blicken in eine Partitur und die wissen, wie die Neunte von Beethoven klingt. Und das kann ich nicht. Ich glaube, Herr Höfer kann das, ich kann es nicht. Ich muss hingehen, ich muss Peking sehen. Sonst weiß ich nicht, wie es klingt.
Herr Mehner? Ja, also einer der bekanntesten und bedeutendsten meiner Jugend, Schriftsteller und Journalisten, Karl von Wiegand, ein Amerikaner, der überall als der Nestor der Hörst. Publizisten schrieb, bei Hörst arbeitete, der reiste sehr wenig, der saß und schrieb. Meine Methode und ihre ist eben eine ganz andere. Immer die Anschauung, würde nicht wagen, über irgendein Thema zu schreiben, ohne möglichst kurz davor dort gewesen zu sein, um es gerochen zu haben. Und es gibt ja Länder, die man, also nehmen Sie gerade die kommunistischen Länder, da ändert sich das so sehr und es ist doch nur ein Bruchteil aus der Berichterstattung zu erfahren. Ich meine, man muss wirklich mittendrin gewesen sein, möglichst nicht auf die Sprache können, dann traue ich mir es erst zu, etwas darüber zu schreiben. Das andere würde ich ja auch machen, wenn es bestellt wird, einen Artikel zu schreiben über irgendetwas, aber niemals ein Buch über ein Land, das ich nicht wirklich, also mit meinen Füßen kennengelernt habe. Aber haben Sie gehört, wie beiläufig der Herr Mehnert gesagt hat, man muss ja auch die Sprache können? Das ist doch Ihr Privileg. Sie sind in Russland geboren und können Russisch, Chinesisch können Sie vermutlich auch. Leider schlecht, aber jedenfalls. Don Lauretta, überhaupt, das finde ich schon großartig. Ja, nun, also ich glaube, ich sehe Sie mehr im Sinne, das, was Sie angedeutet haben, nämlich so Lippmann, also mehr im Sinne des Kommentators, des diplomatischen Korrespondenten, also Sie sind nicht Korrespondent, aber des diplomatischen Journalisten, des Diplomaten, der aufgrund von Depeschen sich das Bild baut, also auf dieser Ebene, ohne den unmittelbaren Kontakt. Ich möchte aber gerne auf etwas anderes kommen, das hängt ja damit zusammen, mit den Nachrichten, die zusammenströmen. Marshall McLuhan, der Theoretiker, hat gesagt, die Welt ist ein Weltdorf geworden. Darf ich sagen, wenn man mich fragt, eine Banalität. Aber dann muss man sich doch fragen, stimmt es? Sind wir ein Weltdorf wirklich geworden oder nicht? Also da irrt McLuhan nicht. Wenn er meint, überschaubar, durchschaubar durch die Medien, hat er ganz offensichtlich recht. Aber ich frage mich immer, stimmt denn das? Wir glauben das, aber worüber wir doch berichten, das ist im Grunde eigentlich aus Europa, aus Westeuropa, aus Amerika, noch etwas jetzt aus Afrika, aber gewaltige Teile der Welt werden doch kaum berücksichtigt. Also nehmen wir die Sowjetunion, nehmen wir China, nehmen wir große Teile Asiens, auch Südafrikas. Kann man dann sagen, wir sind ein Weltdorf? Ich würde sagen, wir sind ein Weltdorf von uns aus gesehen, schon. Aber wenn Sie an die 1,5 Milliarden Menschen denken in den Ländern, die nicht den Zugang haben zu den Kommunikationsmitteln, die für uns täglich auf dem Tisch liegen, für die ist natürlich China die Welt, die Sowjetunion die Welt. Und so fort. Also von uns aus gesehen völlig zu unterschreiben. Ob wir nur ein paar Artikel mehr oder weniger über Russland lesen, wir wissen, dass sie eine neue Verfassung haben und all diese Dinge, das hat jeder in der Zeitung gelesen. Sodass da, glaube ich, das Wort, und von McLuhan hat es ja also vom Westen her gesagt, da stimmt es. Und erst recht stimmt es natürlich philosophisch und weltpolitisch. Ja, stimmt, ja. Ich frage mich nur eben, ob in der Praxis. Und Fernsehen ist ja ein wesentlicher Bestandteil, ein Instrument, das Radio wahrscheinlich noch mehr und die Nachrichtenagenturen wahrscheinlich noch mehr. Aber doch auch Fernsehen, indem es fremde Erdteile in meine Wohnstube bringt. Und trotzdem gibt es große Zweifel an diesem Medium. Sie arbeiten seit 30 Jahren in Radio und Fernsehen. Was kann, was soll das Fernsehen leisten? Es leistet viel, aber es ist überfordert. Und ich arbeite in der Tat seit 30 Jahren in den Marconi-Medien, aber nur noch ein paar Wochen, jedenfalls in verantwortlicher Funktion. Und ich kann nur warnen bzw. raten, verlasst euch, wenn ihr informiert werden wollt über das Weltdorf, nicht nur auf Fernsehen. Denn Fernsehen ist seinem Wesen nach oberflächlich, seinem Wesen nach. Mit dem verdammten, darf man fluchen in der Schweiz? Ja, das darf man. Das mit seinem verdammten Zeigezwang. Aber die Kombination der Medien, Fernsehen plus Radio plus Zeitungen plus Zeitschriften plus Bücher, wer das systematisch in Anspruch nimmt, der weiß Bescheid. Wenn er dann noch reist, was fehlt ihm dann noch?
Wären Sie einverstanden? Ja. Ja. Sie haben sich mal als einen Allzweck-Zirkusdirektor bezeichnet. Ja. Das ist right up my alley. Nämlich, ich frage mich... War das Schweizerdeutsch? Das war übersetztes Schweizerdeutsch. Ob wir eigentlich nicht in einem Jahrmarktmedium, ich meine das scherzhaft, nicht wirklich ernst, tätig sind. Und ob im Grunde nicht die Unterhaltung das viel Wichtigere ist als die Information. Weil die nämlich unbewusst Inhalte vermittelt. Also wenn ich eine Leha-Operette zeige, beispielsweise. Was man nicht tun sollte. Aber es kommt vor. Ja. Ja. Sollte man hören. Sollte man hören. Dass man dann vielleicht viel, viel wichtigere, unterschwellige Dinge vermittelt als die Information. Dass die Information gar nicht sehr eindringt, aber dass die Unterhaltung unter Umständen viel mehr eindringt. Die Haltungen, die da die in der Unterhaltung zum Ausdruck kommen. Na, die Antwort ist doch ganz trivial, Herr Kollege Gautschi. Das Volk in jedem Fernsehland der Welt erwartet von Fernsehen zunächst Unterhaltung. Wer etwas anderes sich und anderen sagt, macht anderen und sich was vor. Im Kielwasser, im Schatten oder im Glanz von Unterhaltung kann man dann noch versuchen, Informationen auf intelligente Weise, auf faire Weise an den Mann zu bringen. Aber als geborenes Medium für Information ist das Fernsehen nicht geschaffen. Es ist das geborene Medium für Unterhaltung. Sie schreiben jetzt ein Buch über das Sterben. Das heißt, Sie schreiben es nicht, nehme ich an, sondern Sie stellen es. Nein, ich lasse es nicht schreiben, ich bin Herausgeber. Sie sind Herausgeber. Das ist eine persönliche Frage. Denken Sie gelegentlich an den Tod? An den Tod weniger. Und wenn, dann mit fast demütiger Gelassenheit. Aber an das Sterben mit extremer Angst. Ist das bei Ihnen? Ich könnte es nicht besser formulieren. Vorläufig ist es noch lange nicht so weit. Sie haben heute, Sie haben es mir vor der Sendung gesagt, eine erste Feier, es gibt sicher noch Dutzende, gefeiert Ihres Rücktrittes, Ihres Wegganges von der ARD. In der Sie 30 Jahre tätig waren, nämlich im WDR als Fernsehdirektor des ersten und dritten Programms in den letzten Jahren. Und das ist nicht einfach. Sie werden aber nicht nur Leiter bleiben des internationalen Frühschoppens, sondern Sie werden eine eigene Talkshow machen. Nein. Nein? Ich mache eine Sendung. Eine Sendung. Aber keine Show und keine Talkshow überhaupt nicht. Dürfen wir etwas darüber erfahren? Ja. Ich möchte endlich einmal die Balance zwischen dem Gast und dem Gastgeber zugunsten des Gastes und zulasten des Gastgebers umkippen. Ich möchte die ganze Last des Risikos beim Gastgeber unterbringen und alle Chancen, die sonst der Gastgeber hat, Sie nutzen sie nur sehr fair in diesem Augenblick, lieber Herr Gautschi, die möchte ich dem Gast anbieten. Ich bin in der für mich ungeheuer aufregenden Lage, dass der Gast, der dann zur Tür reinkommt an dem Abend X, zwar bekannt ist, aber ich weiß nicht, wer er sein wird. Ich kann mich überhaupt nicht auf ihn vorbereiten. Ich kann mich überhaupt nicht auf ihn einstellen. Ich muss mit ihm zurechtkommen, gesprächsweise. Darauf kann man Ihnen nur Glück wünschen, von Herzen. Das muss ich und brauchen. Gratulieren zu Ihrem Mut, dass würde bedeuten, einen Tusch von unserem Jay and Ray und außerdem noch ein bisschen Musik.
Charlotte Petri, Sie sind, ich spreche Schriftdeutsch, um Gottes Willen, das wäre ja noch schöner. Sie sind Chefredaktorin, wie wir sagen, Sie sagen Chefredakteurin einer, ich darf das so sagen, Frauenzeitschrift namens L, einer bekannten Frauenzeitschrift. Dort gibt es eine Abteilung, die heißt Emanzipationsfront, und das verunsichert mich ein bisschen. Ich weiß nämlich nicht, wie ich jetzt Sie ansprechen soll. Soll ich Frau Peter sagen, soll ich Fräulein Peter sagen, Dr. Peter oder... Mes, das gibt es ja im Deutschen nicht. Oder haben Sie einen besseren Vorschlag? Was sage ich also? Also ich meine, wegen solchen Sachen steige ich also wirklich nicht auf die Barrikaden. Nein, das ist mir klar. Es gibt da nun wirklich ernsthaftere Fragen. Aber wie soll ich Sie jetzt nennen? Naja, meinetwegen, Charlotte, Peter? Ist ganz egal wie, nicht? Peter könnte oder Peterli werden, oder was, das ist ganz gleich. Ja. Peterli, das sagen Ihre Kollegen. Ja, ja, ja. Also ich sage Charlotte Peter. Darf ich aushelfen? Ja, bitte gern. Bei uns da drüben heißen die, entschuldigen Sie, Emanzen. Ja, ja, das weiß ich. Das ist ein ganz böses Wort. Ja, das hätte ich nie gebraucht. Ich habe das mal gehört und das ist mir sogar, naja, also etwas anrüchig, wenn ich... Ali Schwarzer hört das gern. Die hört das gern? Die macht ja auch Emma. Ja, die Villa war hier und war da in einem Keller, wo sie vorgetragen hat, Fragen gestellt wurden. Da hat ein Mann von Emanzen gesprochen, da stand also ein ungeheurer Widerspruch. Und, die ist doch das Gegenteil. Der wurde beinahe rausgeworfen. Beim Publikum wahrscheinlich. Ah, Publikum. Ja. Ja, ja, beim Publikum. Ja. Sie sind aus Arabien, aus Abu Dhabi, wann zurückgekommen? Ja, am Sonntag war das. Sie reisen im Gegensatz zu Herrn Höfer, wir haben schon gesagt, ungeheuer viel. Wie viele Wochen sind Sie eigentlich weg von der Redaktion? Oh, das zähle ich lieber nicht, sonst werden es zu viele. Ich habe es ein bisschen gezählt. Ja, ja, so, ja. Es sind etwa 25 Wochen. Oh, das, ich glaube, da haben Sie schon ein bisschen gezählt. Nein, ich habe das durchgeblättert. Ja. Ja, ja, das ist ungeheuer viel. Also, ich meine, beneidenswert. Was haben Sie von dieser Reise jetzt in Abu Dhabi gewonnen? Profitiert im beruflichen oder menschlichen Sinne? Also es war ja, ich muss etwas präzisieren, es war ja nicht nur Abu Dhabi, es war eigentlich Ägypten und dann Jemen und das andere Gesicht von Arabien, nicht? Ja. Und wir haben vorher gesagt, die Welt ist ein Dorf, nicht? Ja. Das stimmt natürlich, wenn man das anschaut von der Höhe der Information. Aber wenn man dann geht und das nun in den Straßen sieht, dann muss man sagen, wir wissen ja doch ungeheuer wenig. So viel ich gelesen habe darüber, wenn man nun diese Stadt sieht, was das Geld schaffen kann in 5 Jahren, nicht? Das war für mich ein ungeheurer Eindruck. Eine Stadt zu sehen, in der kein Haus älter ist als 5 Jahre. Ein Volk zu sehen, das in Zelten gelebt hat, das eine Handvoll Datteln hatte, Datteln pro Tag, nicht? Und die nun, jeder hat ein Einfamilienhaus geschenkt gekriegt vom Scheich, sagt, es wäre ein guter Scheich. Jeder einfache Mann, der läuft da rum in weißen Gewändern und weiß gestickter Kedi, wie ein Operettenfürst, nicht? Und das nun so mit Händen greifen zu können. Und gerade vorher habe ich ja dann das andere Bild von Arabien gesehen, also das gleiche Volk, nur Jemen. Und wo nun eben dieser Ölsegen, das Wunder, das Märchen von 1001 Nacht eben nicht geschehen ist. Und da war es nun wirklich das vollkommene Mittelalter, die Frauen 3 Schleier. Ich war zu einer Hochzeit eingeladen, konnte ich Mädchen sehen, das da saß, 2 Tage nach der Hochzeit gewartet hat, bis endlich der Mann zur Türe reinkommen durfte und einen Blick auf die Dame werfen, die er nun geheiratet hat. Nicht? Und das Ganze, das nun wirklich einmal zu sehen, natürlich, es gab einen riesen Aufruhr, wenn wir da hingekommen sind. Und diese beiden Gesichter, das war doch schon ungeheuer eindrucksvoll. Sie haben in der ersten Nummer der Emma einen Artikel geschrieben, Moderne Amazonen, und haben dort geschrieben über die Gleichberechtigung der vietnamesischen Frauen. Sie wurden vorgestellt dem Publikum, dem Leserpublikum, als Schweizerin und Ostasien-Expertin. Emma, für Sie wissen das und vielleicht einzelne, mehrere unter Ihnen auch, ist eine Zeitschrift der Feministinnen, extrem feministisch. Sie wurden vorgestellt als Schweizerin und Ostasien-Expertin. Warum wurde weggelassen, dass Sie Chefredaktorin der L sind, nämlich einer Frauenzeitschrift? Das weiß ich wirklich auch nicht, warum er das gemacht hat. Liegt da nicht ein gewisser Widerspruch vielleicht? Weil doch eigentlich... Auch für die Ostasien-Expertin kann ich nichts, möchte ich noch beifügen. Ja. Ja. Da bin ich auch unschuldig, stammt sicher nicht von mir. Gut, aber ich war eine Frauenzeitschrift, wird ja weitgehend finanziert durch Inserate. Viel für Schönheitspflege, für
Wäsche und sich schön machen, Frisuren, Mode in größtem Maße. Das ist ja alles das, was eigentlich die Feministinnen verurteilen, weil das die Frau zum Sexobjekt degradiert oder erhöht, wie man will. Jetzt würde ich... Ja? Wo fehlt's? Darf ich fragen? Ich möchte so gerne von der Kollegin Peter wissen, ja, warum dieser arme Mann in einem Lande, wo doch angeblich die Männer alles und die Frauen nichts zu sagen haben, warum der 2 Tage warten musste, Vorsicht, bevor der seiner Braut näher treten durfte. Ja, dafür darf er dann auch 4 heiraten. Und das ist dann sein Vater, der das befiehlt, nicht? Und die 4 müssen dann arbeiten für 5. Die 4 müssen arbeiten für ihn, nicht? Sie haben einen Bundesgenossen hier. Ja? Doch? Ja, bis zu einem gewissen Grade schon. Übrigens auch bei mir. Aber ich möchte trotzdem auf diese Frage zurückkommen. Nämlich, mir scheint das einfach ein bisschen schizophren, wenn da in der Emma das nicht gesagt wird. Es ist ja keine Schande. Ja, Moment mal. Ich meine, es gibt... Das Ziel ist die Emanzipation, nicht? Auch wir wollen in der L, wollen wir natürlich für die Frauen eintreten, für bessere Bedingungen. Und nun, dazu gibt es sehr verschiedene Wege. Es gibt die Emma, die nun sich ganz nur darauf spezialisiert, die nun schreibt für engagierte Feministinnen, die da jeden Monat 70 Seiten über dieses Thema lesen wollen. Wir sagen, es gibt Frauen, die sind interessiert, aber nicht nur. Und auch eine Frau, die emanzipiert ist, naja, die braucht ja auch Seife und Zahnpasta und Strumpfhosen. Und Alice Schwarzer selber, die ist sehr schick. Oh, ja, manchmal gewisse, aber wenn schon, dann würde ich sagen, dann sollen sich die Männer auch ein bisschen anstrengen und auch etwas hübschere Unterwäsche tragen, wenn ich das gesagt habe. Strapse. Ja, ja, also wir können hier ja keinen Strip machen, sonst würden wir das gerne tun, um zu beweisen, dass wir auch ein gewisses Gewicht auf passende, adäquate Unterwäsche legen. Ich wollte nur noch schnell bitte sagen, gerne. Die Alice Schwarzer nämlich, die ist, das sind dann auch wieder einige Kollegen etwas böse mit ihr. Sie selber ist ja sehr schick und hübsch angezogen und sie kleidet sich in Boutiquen in Paris. Und ich muss selber neidlos gestehen, die Kollegin schaut sehr reizend aus. Ich möchte noch auf den Artikel selber kommen. Eben, das wurde ja von der Redaktion eingesetzt, das Ostasien-Expertin, und Sie sind ja, da sehr gesagt, ausgiebig gereist. Aber in dem Artikel sagen Sie, sinngemäß, die Frauen in Vietnam seien und Gott sei Dank gleichberechtigt oder doch nahezu, auf dem, eigentlich ganz nahe dran. Sie reden dort von den amerikanischen Imperialisten. Sie sagen, die Amerikaner seien da ins Land gekommen gegen die sogenannte kommunistische Gefahr. Ist das nicht alles ein bisschen oberflächlich? Sie haben auch die Informationen über die Gleichberechtigung von maßgebenden Frauen in der vietnamesischen Frauenbewegung entgegengenommen. Aber mir schien da eigentlich, dass aus direkter Anschauung, Sie waren wohl da, aber kann man das wirklich sagen, dass die vietnamesischen Frauen gleichberechtigt seien, schon praktisch? Ja, nun, Sie argumentieren damit, dass Sie also gekämpft haben, das ist zweifellos wahr, und dass sie sehr schwere Arbeit leisten heute. Ist ja klar, wenn die Hälfte der Männer im Krieg war. Aber kann man das so sagen? Ja, nun, ich möchte nun doch hier irgend klarstellen, nicht? Es ist vollkommen unmöglich, dass man die Milliarden von Facts, die es in einem Land gibt, in einem Artikel einpacken kann, nicht? Es gibt nicht die Wahrheit über Vietnam. Ich habe ganz deutlich gemacht, ich habe nur diese Interviews gebracht mit diesen leidenden Damen der Union des Femmes. Das habe ich beim Visum schon so beantragt und ich bin zu diesen Frauen gegangen und ich habe mir diese Zentren und diese Sachen angeschaut. Es ist mir klar, dass das nur ein Ausschnitt ist, nicht? Ich meine, wenn man das unter dem Franco-Regime getan hätte, oder sagen wir heute in Chile, und mit den leitenden Damen der Frauenbewegung dort spricht, dann hört man zweifellos auch nur, dass alles zum Besten bestellt sei. Das steht nicht in meinem Artikel, nicht? Es steht ja auch, dass der Zweifel daran, ob dieser Enthusiasmus anhalten kann und wie das rauskommt in 2, 3 Jahren, nicht? Es ist ja wirklich gesagt, diese Sondersituation, dass die Frauen nun 30 Jahre waren, die Männer im Krieg, nicht? Es ist so ein Modellfall, ein Extrem,
Beispiel, das mich irgendwie interessiert hat. Aber für die Zukunft, wie das gehen wird, ob die auch noch in 5 Jahren sagen werden, Genossin, du musst 24 Stunden am Tag an die Revolution denken. Und wenn du mal an eine geblümelte Bluse denkst, dann ist das schon eine Sünde gegen den heiligen Marx, nicht? Ich meine, daran habe ich ja große Bedenken geäußert, dass das wahrscheinlich dann in 5 Jahren alles gar nicht mehr stimmt. Auf einen Momenteindruck, ein Momentbild, da hat es mir lohnend geschienen, doch das nun zu bringen. Und wenn man sich denkt, den Riesensprung, den die Frauen dort gemacht haben, wenn noch vor vielleicht 30 Jahren da ein Mädchen für 12 Eier verkauft werden konnte, nicht? Und heute sind, ich weiß die Zahlen nicht mehr so ganz genau, aber von mehr als der Hälfte aller Mädchen für 12 Eier verkauft werden konnte, nicht? Und heute sind, ich weiß die Zahlen nicht mehr so ganz genau, aber von mehr als der Hälfte aller Qualität hat mich das interessiert und fand ich das erwähnenswert. Sie haben einen ganz, meines Erachtens, hervorragenden Artikel geschrieben, der hässliche Schweizer. Das ist in Anlehnung an den hässlichen Amerikaner, dass wir nämlich nicht so fein und wunderbar und allen überlegen sind, wie wir uns das oft gerne einbilden. Und vieles, was Sie davon gesagt haben, ist zweifellos richtig. Ich möchte nachher noch die beiden Herren dazu etwas fragen. Aber was war denn die Reaktion auf diesen Artikel? Es war, ja, wie soll ich sagen? Ich meine, es kommen ja nicht wie so ungeheuer. Wie haben die Inserenten reagiert? Na, die kümmern sich um so etwas gar nicht. Die interessieren nur das, wenn ich schreibe, ihr Lippenstift wäre schlecht oder zu teuer. Das ist denen vollkommen egal. Nicht? Da darf man das Christentum und die Demokratie anschießen. Die wollen ja nur, dass, das eigene Produkt darf nicht. Dass ihr eines Produkt nicht schlecht gemacht wird. Wie hat die breitere Leserschaft reagiert? Oh, im Allgemeinen eher positiv. Es gab natürlich einige, die fanden Nestbeschmutzer und so weiter. Ja. Aber ich sage, ein Artikel ist nicht gut, wenn alle nur Hurra rufen. Es ist ein bisschen schwierig für mich, Sie zu fragen nach dem Image der Schweiz im Ausland, weil Sie betrachten sich hier vermutlich als Gast und wollen sich da nicht allzu sehr äußern. Aber ich frage trotzdem, Sie haben Erfahrungen mit Banken, Herr Höfer. Ich erinnere, ich nenne das Wort, wir brauchen es gar nicht zu erwähnen. Sie meinen Backverein oder was? Ja, da wäre es Ihnen ein bisschen besser gegangen als mit Herstadt, nicht? Welche Wellen hat denn die Geschichte mit der Bank in Chiasso bei Ihnen geworfen? Also unter Missbrauch der Gastfreundschaft eine mindere Form von Schadenfreude. Age, auch da. Das bestätigt ja eigentlich Ihre These, dass wir eben nicht ganz so fein sind, wie wir es gerne hätten. Haben ja, Sie ich würde aber nicht aus Deutschland sagen, wo ich auch gar nicht herkomme im Augenblick, sondern mehr von vielen Auslandsreisen. Ich glaube, dass wenn man die in der westlichen Welt jeweils das Ansehen der Völker irgendwie einstufen würde, dass die Schweiz zweifellos im obersten Fünftel wäre, in der Sympathie. Und the sturdy Swiss, nicht? Also die Leute, die... Zuverlässigen Schweizer, ja. Sie haben eigentlich die guten Eigenschaften der Deutschen, die es ja auch gibt, oder die schlechten in den Augen der Welt. Und da bleibt dann eine ganze Menge übrig. Ihr habt aber kein Schicksal. Das ist... Ernsthaft? Das würden viele Schweizer bestreiten, aber... Na, bei Wilhelm Tell hat es doch aufgehört. Ja. Ich schicke Ihnen eine Schweizer Geschichte. Naja, also es hat schon etwas, also mindestens die letzten 40, 50 Jahre. Und daran tragen übrigens eine ganze Menge Schweizer und insbesondere Intellektuelle. Nicht leicht, dass wir so ungeschoren im Ganzen genommen davongekommen sind. Aber jetzt, wenn es Ihnen recht ist, wenn Sie einverstanden sind, möchte ich gerne, dass Jay und Ray uns ein bisschen erfreuen mit Musik. Thank you.
Herr Mäder, das sieht beinahe wie Abfragen aus hier. So ist es ja natürlich nicht gemeint. Ja, ich bin schon neugierig, in welchen Werken von mir Sie herumgestöbert haben. Ich habe Ihre Bücher gelesen, aufs Kreuz zu legen. Ihre Biografie ist ja so ungeheuer kompliziert. Sie ist eine der faszinierendsten in Bruchstücken, die ich kenne. Sie sind in Moskau geboren, von deutschen Eltern. Ihr Vater kam zurück 1914, Sie sind dann in Stuttgart aufgewachsen und von da an wird es also und neben der Schokoladenfabrik. Das wusste ich nicht. Also in Moskau, ja. Sie gibt es noch, sie heißt nur Roter Oktober. Roter Oktober heute. Und Sie haben dann aus Moskau berichtet für deutsche Zeitungen. Dann hat Goebbels verboten, dass man sie abdruckt. Sie sind nach Shanghai gegangen, haben dort in der Nazizeit gelehrt an der Shanghaier Universität. Ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen. Sie sind jedenfalls ein Kenner nicht nur der Sowjetunion, sondern auch der USA. Sie lehren in Berkeley, also in der Universität von San Francisco. Aber jetzt glaube ich, das, was ich hoffe, ist mindestens viele von uns am meisten interessiert, es ist auch das Unmittelbarste. Sie sind übrigens nochmals großen Dank. Sie sind heute vor 2,5 Stunden sind Sie direkt von San Francisco hergeflogen. Ein Stopp in London. Ein Stopp in London. Und, ja, der Commonwealth-Konferenz. Ohne Idi Amin, ja. Ohne Idi Amin. Weil Sie nämlich vorher in China waren, zum zweiten Mal in neuerer Zeit, abgesehen von Ihrem Shanghai-Aufenthalt mehrjährig. Und da interessiert es mich und ich hoffe auch andere brennend, was sich denn geändert hat seit Maos Tod. Noch eine einzige Frage. Das erste Visum 1971 haben Sie von, oder durch die Intervention von Sihanouk, Prinz Norodom Sihanouk, mit dem Sie befreundet sind, erhalten. Jetzt, und Sie sagten damals, ja, das war kurz vor der Ping-Pong-Diplomatie, also man wollte offenbar mir das erlauben, nach jahrelangen vergeblichen Versuchen, weil man berichten lassen wollte. Gibt es jetzt einen vergleichbaren Grund, dass Sie jetzt ein Visum bekommen haben? Also damals war es sehr schwer, Visen zu bekommen und ich hätte es nicht bekommen, wenn nicht Sihanouk, mit dem ich über 20 Jahre befreundet war und der damals im Exil in Peking lebte, Zhou Enlai gebeten hätte, mit dem er nun wiederum sehr gut stand und sagte, ich bin einsam hier, ich möchte, dass mein Freund mich besucht, gib ihm ein Visum und natürlich hat es Zhou Enlai mir gegeben. 1975 war es kein Problem, weil mich der Bundeskanzler Schmidt aufforderte, mit ihm zu fliegen. Und diesmal war es kein Problem, weil Ihr Nachbar, der Herr Ministerpräsident von Baden-Württemberg, mich einlud. Mit ihm. Ja, ist der Vorteil, wenn man keiner Partei angehört, dann kann man sowohl mit dem SPD als auch mit dem CDU-Mann hinfliegen. Das war in diesem Falle also keinerlei Problem. Es wäre vielleicht ein Problem gewesen, wenn ich für mich alleine beantragt hätte. Ja. Die Chinesen sind auf Individualreisende nicht eingestellt. Sie haben nicht den Interesse, den ganzen Apparat. Es ist eine sehr mühsame Geschichte, die dann aber auch tadellos funktioniert. Gleich am Flugplatz wurde mir gesagt, Sie sind Wagen 4. Und wo ich hinkam, nach Kunming oder Shanghai, immer war ich Wagen 4. Also alles immer, aber das ist erfordert. Tausende werden in Bewegung gesetzt, um eine Delegation Filbinger durch die Fabriken, Schulen, Kindergärten und so weiter zu treiben. Also daran liegt es mehr als an der Scheu, Leute reinzulassen. Ich habe Sihanouk erwähnt. Haben Sie eine Ahnung, wie es um ihn steht? In jedes Land, in das ich komme... Sihanouk, das darf ich vielleicht den Leuten sagen, denen das nicht präsent ist. Sihanouk war der Ministerpräsident von Kambodscha und kehrte zurück nach dem grundstürzenden Umsturz und ist seitdem für die Weltpresse mindestens verschollen. Ja, er war dann noch ein halbes Jahr lang Chef d'État, weil die Roten Khmer noch jemanden brauchten, um salonfähig zu werden und er eben ein Ansehen in der Welt besaß. Dann ist er, so wurde uns mitgeteilt, im April vor 2 Jahren zurückgetreten und danach hat man dann nichts mehr von ihm gehört. Und ich versuche, Telegramme zu schicken und es gibt kein Land der Welt, das ein Telegramm nach Kambodscha annimmt. Sogar aus Peking. Die waren völlig bereit, das Telegramm anzunehmen. Sie sagen, Phnom Penh, können wir leider kein Telegramm annehmen. Also er weiß gar nicht, das bedrückt mich so, wenn er lebt, dass er meint, man hätte ihn abgeschrieben, man hätte ihn vergessen. Aber wahrscheinlich weiß er, dass man nicht durchkommen kann. Das abgeschlossenste Land der Welt, Kambodscha. Im Augenblick ja. Ich hoffe, dass er am Leben ist. Es gibt immer wieder Informationen, die aber aus dem Kreise der Roten Khmer kommen, dass er noch lebe. Also das ist kein Niemand, den ich kenne, hat ihn im Laufe des letzten Jahres gesehen. Aber Sie fragten nach China. Ihr Buch China nach dem Sturm wurde geschrieben
eben nach der Kulturrevolution, das ist jetzt aber 5 Jahre her, jetzt haben Sie China wieder besucht. Was ist der Unterschied? Sie war noch da, wie Mao noch gelebt hat, und jetzt aber ist Mao tot. Gut. Also zunächst mal ist, wenn man im Lande reist, und zum Teil waren es ja dieselben Städte, zum Teil sogar dieselben Fabriken, die man einem dann zeigt. Es war eine für mich ganz neue Stadt, wo ich noch nie war, Kunming im Südwesten des Landes. Aber sonst waren es also Orte, die ich kannte. Und der Vergleich 71, 75, 77, rein das Stadtbild und so weiter, überhaupt nichts verändert. Die große Veränderung ist klimatischer Art. Wir lebten ja alle, einschließlich derer, die das China eben aus der Zeitung sich holen, von den Medien, die China produzierte. Und die Medien waren in der Hand der sogenannten Viererbande. Also ich nenne sie die Vier, ob sie Bande sind oder nicht, nicht meine Sache, sondern diese nennen wir sie. Mit Bader-Meinhof. Bande oder Gruppe. Also hier war es die Vier, die Vier. Es war tatsächlich so, dass alles, was gedruckt oder im Rundfunk und sonst wo gesprochen wurde, lief in der einen oder anderen Weise über diesen einen Tisch, dieser Vier oder diese Vier Tische. Und infolgedessen bekamen wir ein Bild, das falsch war. Wir bekamen das Bild eines sehr linken China, eines, das sehr viel linker war, als es wirklich ist. In dem Augenblick, wo die nun nicht mehr die Presse in der Hand haben und die Möglichkeit also besteht, sich auch anders zu informieren, spürt man, und das ist hier was der Eindruck, mit dem ich zurückgekommen bin, dass China insgesamt nun, 900 Millionen Menschen, Sie sagten es, schwer darüber ein Urteil abzugeben. Aber dass China insgesamt sehr viel gemäßigter ist, als es in den Medien dieser Vier aussah. Und das scheint mir der Hauptunterschied zu sein. Das, was man den Chinesen seit Mao zur Macht kam, 1949, zugemutet hat, war ja ein ununterbrochenes Heiß und Kalt. Revolution, Kulturrevolution, großer Sprung vorwärts, wie sie alle hießen, und dann Ruhe und Ordnung. Und dann kam man also wieder etwas zur Ruhe. Und dann kam wieder der nächste Sprung. Der Chinese wusste heute nicht, ob die gestrige Losung noch stimmte oder nicht. Es war ein so wahnsinnig anspannendes Leben, das sie dort geführt haben, dass sie jetzt, ob sie nun den Herrn Hua Guofang lieben oder nicht lieben oder überhaupt kennen, er ist ein neuer Mann für sie, jedenfalls das Gefühl, es ist jetzt eine Stabilität da und nicht mehr dieses ständige Hin und Her schwanken zwischen extremer Linke und von Ihnen aus gesehen, also rechts, also von, wir würden sagen gemäßigt. Das scheint mir der Hauptunterschied zu sein. Die Leute sind also entspannter, sie sprechen freier und vergnügter. Diese große Anstrengung, immer auf die neueste Losung zu warten, die ist also von Ihnen genommen. Das scheint mir der Hauptunterschied zu sein. Mao war ja eine ungeheure Figur. Ich glaube, das ist völlig unbestritten. Und der ganze Staat, die Gesellschaft, die Partei war völlig auf ihn ausgerichtet. Noch mehr als im Falle Stalins. Jetzt stirbt dieser Mann. Er war zwar längere Zeit im Sterben, aber doch ein ungeheures Symbol, eine ungeheure Figur. Es entsteht ein Vakuum. Das war ja die Schwierigkeit, wie Stalin starb. Da gab es sofort die größten Schwierigkeiten, die knapp noch gerettet werden konnten. Jetzt ist Hua Guofeng ist sein Nachfolger. Man hat gedacht, Deng Xiaoping werde es sein. Also der Mann, den Zhou Enlai eigentlich hätte haben wollen. Kann Hua Guofeng dieses Riesenloch, dieses Vakuum füllen? Es ist nicht so sehr die Personenfrage, sondern überhaupt, wie macht, wer immer das ist, ob der Deng oder der Hua Guofeng oder wer immer, wie regiert man ein Land, das so völlig im Zeichen eines Mannes stand, wenn man etwas anders will, als dieser eine Mann es wollte? Die waren ja alle unglücklich darüber, dass alle paar Jahre diese Revolution ihnen alles wieder über den Haufen warfen. Zhou Enlai hat das mit grand seigneurhafter Miene ertragen. Er trat zurück und dann raste die Kulturrevolution vorbei. Vieles wurde kaputt gemacht, sämtliche Botschafter wurden abberufen, englische Botschaft zertrümmert und was nicht alles und im Inneren Dinge gemacht. Er sagte, gut, das muss sein, das ist, Mao will das so haben, das Volk soll immer wieder aufs Neue Revolution spüren, damit es nicht wie in der Sowjetunion allmählich verbürokratisiert und versackt. Er hat das also akzeptiert.
Teng war lange nicht so liebenswürdig in der Beziehung. Das war der Grund, warum Ma ihn nicht ertragen konnte. Aber niemand von den Leuten, von den Machern, von den Leuten, die an den Schalthebeln saßen, hat das geliebt. Von ihnen aus gesehen ist es also ein Segen, dass nun dieses ständige Hin und Her vorbei ist. Denn sie wollen ja, das war das große Ziel, das ihnen Deng Xiaoping hingestellt hat, bis zum Jahre 2000 nun wirklich eine Weltmacht werden mit einer modernen Industrie. Und ohne harte Arbeit geht das eben nicht. Und die Leute, die dran, die Presse machten, sagten ja, dass jeder, der hart arbeitet, ist morgen ein Kapitalist. Denn er hat bereits, weil er hart arbeitet, schon die Einstellung, er will mehr verdienen und damit ist er schon dem Teufel verfallen. Und nun muss das alles ausgetrieben werden. Sehr komplizierte Sache. Es muss ausgetrieben werden, ohne dass man die Mao-Zitate, die von den Linken ja ununterbrochen benutzt wurden, nun irgendwie in Misskredit bringt. Was machen Sie zum Beispiel mit einer mit Maos Frau? Die war nun mittendrin in dieser Vierergruppe. Im Grunde sind die Chinesen dabei, die heutige Führung dabei, es so darzustellen, als wenn Maos Frau, die 40 Jahre lang seine Frau war, überhaupt, also seine heutige Witwe, nie seine Frau war. Die verschwindet und seine erste Frau, seine erste Frau, die dann von der Polizei also umgebracht wurde als Kommunistin 1930, die wird wieder hervorgeholt, also die wird wieder zum Leben gebracht nach all diesen Jahrzehnten. Um auf diese Weise eine Trennung zwischen dieser bösen Frau und dem Mann zu schaffen. Und dieses Problem haben sie, wo sie hingucken. Der Mao darf nicht zerkleinert werden. Auf der anderen Seite tut man genau dasselbe. Was macht man? Man baut ihm ein Mausoleum. Ich bin eben dabei auszurechnen, wie viel Lenin-Mausoleen man in das Mausoleum von Mao reinpacken könnte, in Kubikmetern. Schätzungsweise 20. Das ist ein achtstöckiger Riesenbau. Unter uns gesagt, versaut den ganzen herrlichen Platz vor dem Tor zum himmlischen Frieden. Aber das wird also gemacht und seine Werke werden herausgebracht und so weiter. Und im Grunde genommen machen die Leute, die jetzt dran sind, ob sie nur also Hua Guofang oder sonst was heißen, etwas anders. Und darin liegt das eigentliche Problem. Heißt das aber nicht, dass eigentlich das gewaltige Mao-Experiment, nämlich wir sind alle gleich und es haben alle gleich zu sein und wir wollen keine, in Anführungsstrichen, bürgerlichen Strukturen und Hierarchien. Und wenn sie entstehen, dann müssen wir sie zerbrechen. Also wir müssen die Beamten aufs Land hinausschicken und umgekehrt, dass dieses Experiment gescheitert ist. Ja, ich fand das Experiment ja wahnsinnig interessant und faszinierend, da ich einen anderen Pass hatte und da ich nicht als Bestandteil dieses Experimentes leben musste. Das zu sehen war eine der großen Sachen dieses Jahrhunderts. Und ich jubiliere gar nicht, dass es, wie Sie sagen, gescheitert ist. Denn es ist ja ein großer Versuch, der Menschheitstraum von Ewigkeit her, dass alle Brüder sind, dass alle gleich sind, dass keiner über den anderen herrschen und befehlen soll. Aber zunächst einmal ist es gescheitert. Ich glaube auch nicht, dass die vier, wenn sie es geschafft hätten, dran zu kommen, anstelle der heutigen Gruppe, wenn sie nicht im Gefängnis säßen, sondern an der Macht säßen, ich glaube auch nicht, dass sie es geschafft hätten. Denn nur ein Mann von dieser ungeheuren, von dem ungeheuren Einfluss, wie Mao ihn besaß, er konnte sowas überhaupt über Jahrzehnte hinweg betreiben. Ohne ihn geht es schon gar nicht. Hätte er 40, 50 Jahre mehr gehabt, wäre viel jünger noch gewesen, müsste man abwarten. Aber so, glaube ich, muss man sagen, zunächst, es ist gescheitert. Ja. Es gibt ein Gespenst in der westlichen Welt, nämlich, dass sich China wieder der Sowjetunion annähern könnte. Halten Sie das für möglich? Herr Gauci, logischerweise müsste es sich annähern. Aber es gibt doch die gegenseitigen territorialen Forderungen. Die sind alle nicht wichtig. Das Entscheidende bis jetzt war, dass Mao in der Sowjetunion das Schlimmste vom Schlimmsten, Luther und der Papst sozusagen. Nicht? Man hat da denselben Marx und der eine hat ihn verraten, nämlich die Russen, von Mao her gesehen. Und er versuchte eben, den Gleichheitskommunismus zu schaffen, während die anderen einen strukturierten und überhaupt nichts mehr mit Kommunismus zu tun haben. Von ihm aus also war das das Schlimmste, was es gab. Solange er lebte, war von einer Verständigung überhaupt gar keine, konnte gar keine Rede sein. Für Leute, für die die Ideologie weit weniger wichtig ist, denen es in erster Linie darauf ankommt, das Land rasch aufzubauen, könnte die Sowjetunion in vieler Beziehung ein Modell sein. Wenn sie die Ideologie vergessen, dann bleibt ja schließlich eben der Sowjetkommunismus als Möglichkeit. Also von dieser Seite her müssten sie eigentlich, aber es ist nichts davon zu merken.
Das ist für mich wesentliche Ergebnis, oder eines der wesentlichen Ergebnisse dieser Reise, dass eine Annäherung, von der ich überzeugt war, dass irgendwelche Symptome da sein müssten, nicht vorhanden ist. Sie haben jetzt sogar ja den 5. Band der Mao-Werke jetzt neu herausgebracht und haben sorgfältig alle antisowjetischen Zitate, die ja noch bisher nie gedruckt waren, in oder außer im Ausland, hineingesetzt und sich damit gebunden, weil sie den Mao nicht preisgeben wollen, alle antisowjetischen Zitate in dem Band 5 von Mao drin gelassen und sich damit auf eine antisowjetische Linie festgelegt. Churchill hat einmal gesagt, die Sowjetunion sei ein Rätsel in einem Buch mit 7 Siegeln, versteckt in einer Sphinx. Das stimmt doch noch viel mehr für China, glaube ich. Also da gibt es die für mich jedenfalls immer wieder faszinierende Sache Changqing. Sie haben also die heutige Witwe von Mao, der es nicht geglückt ist, die Macht mit ihren 3 Mitarbeitern zu erringen. Dann gibt es das Geheimnis von Lin Biao und viele andere. Weiß man heute etwas mehr über diese Dinge als noch vor einem Jahr oder 2 Jahren? Ja, insofern, als wir ja nun einige Jahre lang nur die Seite der 4 vorgesetzt bekamen und auch die offiziellen Leute, mit denen man sprach, hielten sich an das, was in der Presse stand. Auch wenn sie gar nicht damit einverstanden war, es konnte sich niemand leisten, etwas anderes einem Ausländer oder in China zu sagen, als was die 4 in der Presse schrieben. Man hatte also nun jahrelang die Möglichkeit, die Ansichten der 4 sehr intim kennenzulernen. Jetzt haben wir fast ein Jahr lang, seit ihrem Sturz Anfang Oktober, nun die Gegenseite. Also zum ersten Mal haben wir 2 grundverschiedene Informationen oder Formulierungen dessen, was China ist, die extreme Linke und die Gemäßigte. Und die Kombination, jetzt zum Beispiel zu lesen, was die 4 vor einem Jahr schrieben, als sie noch an der Macht waren, als sie vorandrängten, und mit dem zu vergleichen, was also heute geschrieben wird, das ist so völlig verschieden und gibt nun das, was eben 2 Augen mehr sind als ein Auge. Sie geben einem die Möglichkeit, die Perspektiven zu sehen. Das ist der Augenblick, wo es also besonders spannend ist, sich China anzuschauen. Mich würde noch interessieren, die Frage richtet sich aber auch an Sie, Herr Höfer. Ich war, es gibt ja das Dreieck, das ist eine banale Angelegenheit, Washington, Moskau, Peking. Und alle 3 stehen in einem bestimmten Verhältnis, das ist klar. Nun, verlangen oder wollen eigentlich die Chinesen, machen immer wieder deutlich, dass die EEG bedroht sei. Früher war die EEG des Teufels in Pekings Augen. Und dann gab es eine Wandlung. Jetzt ist man sehr zugeneigt. Ich glaube, es gibt auch einen Beobachter, einen chinesischen, bei der EEG. Ein Botschafter sogar. Ja. Also da ist man plötzlich, oder ziemlich rasch hat sich das gewandelt, angetan von der EEG, weil sie ja doch wohl ein Gegengewicht bilden könnte zur Sowjetunion. Richtig. Immer wieder wird in Peking gesagt, es wird zum Krieg kommen, der ist unvermeidlich, aber er geht nicht gegen uns, sondern gegen Europa. Ist das Zweckargumentation, damit Europa mehr sich zum Gegengewicht macht, oder glauben die Chinesen das wirklich? Frank. Die Chinesen tun alles, was A, die Russen ärgert und B, die Russen schwächt. Und das hat den Effekt, dass sie tun alles, was A, die Russen ärgert und B, die Russen schwächt. Und das hat den Effekt, dass es in meinem Lande, beispielsweise der erhabene Tourist, in dessen Begleitung Herr Klaus Mehnert gerade erst dort gewesen ist. Aber es gibt einen noch erhabener, der heißt Franz Josef Strauß. Und wenn der dann eingesegnet mit chinesischen höheren Weihen heimkehrt, sagt, das einzige Land der Welt, das größte Land der Welt, das Land der Welt Zukunft, das kämpft für unsere Wiedervereinigung. Welch ein deutsch-chinesischer Kinderglaube. Ja, nun, aber die Frage war ja mehr, glauben die, dass sie wir für sie von Interesse sind als Gegengewicht. Ja. Und zwar besonders die Bundesrepublik mehr als, sagen wir, nun Luxemburg oder irgendein anderes Mitglied der NATO. Das ist also völlig klar. Und die NATO ist für sie wichtig, die EWG ist für sie wichtig. Wenn jemand kommt und sagt, warum geht das nicht voran mit der EWG? Sie möchten gerne einen funktionierenden, festen Körper auf der anderen Seite. Die Frage, ob die Russen den einen oder den anderen angreifen, das halte ich ist Taktik. Sie sagen uns, ihr seid dran, um uns Beine zu machen.
Und insofern habe ich gar keinen Grund, das zu verneinen, denn in der Tat meine ich, dass die NATO-Welt nicht genug tut, um sich zusammenzuschließen in der EWG und in der NATO. Aber das ist eine Taktik, um uns zu aktivieren. Aber Professor Mehnert, lieben die Chinesen die Deutschen um ihre schönen blauen Augen willen oder aus egoistischen Motiven? Nein, natürlich nicht blaue Augen, sondern nur, weil sie eben einen starken Gegenpol auf der anderen Seite haben. Ich glaube, das würden auch die Reisenden, auf die Sie anspielten, nicht anders sehen. Ich habe zum Schluss noch an Sie drei je eine Frage. Es ist eigentlich immer dieselbe. Sie kennen nun China wirklich aus langer Erfahrung und aus allerneuester. Was ist die Quintessenz Ihres Eindrücke, wenn Sie auf diese ganze Entwicklung der letzten, sagen wir, 40 Jahre zurückblicken? Speziell China meinen Sie, oder das Dreieck? Nur China. Ja. Ein Land, das vielleicht, wenn die Japaner nicht einmarschiert wären, der Chiang Kai-shek hätte einigen können. Es war ja drauf und dran. Er hätte viele Reformen nicht getan, die die chinesischen Kommunisten gemacht haben. Aber das wäre ja nicht sofort nötig gewesen. Als ich das erste Mal 1929 hinkam, da war Chiang Kai-shek der große Mann, der große Einiger. Überall seine Armeen, die Warlords wurden abgesetzt und allmählich entstand ein China. Nun, das war die Japaner sind 1931 in die Manchurei, 1937 nach China einmarschiert und damit war das aus und dann haben die Kommunisten gesiegt. Und nun haben sie also das einheitliche Reich geschaffen. Und das ist in der Tat ein einheitliches Reich, wie es seit Jahrhunderten in China nicht bestanden hat. Eine historische Leistung. Es ist eine gewaltige historische Darin Leistung. Darin würden Sie das die größte Leistung rückblickend jetzt auf die letzten 30, 40 Nachdem Jahre. Nachdem das Zweite, nämlich das Experiment der Gleichheit, gescheitert ist, würde ich sagen, dass, wenn das gelungen wäre, wäre das natürlich noch was Größeres gewesen. Das wäre eine Verwandlung des Menschen gewesen. Das ist also nicht gelungen. Aber das, was gelungen ist, ist ein einheitliches Reich von mittlerweile 900 Millionen Menschen zu schaffen. Wenn Sie auf Ihre 30 Jahre Radio- und Fernseharbeit zurückblicken, was ist für Sie das Entscheidendste. Was gibt es darüber zu sagen? Als Erkenntnis, als Erfahrung, als Quintessenz. Es hat mich so fasziniert, was Klaus Mehnert über seine jüngsten Eindrücke verglichen mit Älteren gesagt hat, dass ich bei dem Modell China bleiben möchte. Ich habe mit keinem Land der Welt in den letzten Jahren, in den Fernsehjahren, so viel frustrierende Probleme gehabt wie eben mit China. Und ich möchte nicht dem Fernsehen bei uns, aber den Chinesen und an dem Schicksal dieser 900 Millionen Menschen und an dem Schicksal jedes Einzelnen liegt mir durchaus. Ich möchte diesem großen Land von Herzen wünschen, dass es begreift, dass man nur eine Weltmacht sein, werden und bleiben kann, wenn man sich der Welt gegenüber öffnet. Das ist meine Erfahrung, dass es sich verschließt. Und meine Empfehlung, verbunden mit einer Hoffnung, dass es sich bald öffnet. Und das sage ich auch im Sinne der wenigen Kollegen, das wird Klaus Mehnert bezeugen können, die frustriert in Peking herumhängen und das Brot von dem Journalistenleben nur in magersten Dosierungen bekommen, nämlich Nachrichten. Wenn Sie eine Quintessenz des Ihrer Tätigkeit zu ziehen hätten, was wäre das? Als Redakteurin oder als viel gereiste Frau? Darf ich nun einfach auch bei China bleiben? Denn ich bin ja so fasziniert von dem, was... Ja. Wenn ich bitten darf, in Kürze. Ja. Also mich fasziniert in China das gewaltige Experiment, nicht wie kann man ein 900-Millionen-Volk nun nicht politisch, sondern wirtschaftlich auf nicht den Stand des Reichtums bringen, aber doch vielleicht einer erträglichen Lebensstandards nicht. Und ich vergleiche dieses China, ist das nun wirklich ein Weg zur Überwindung der Slums von Kalkutta nicht? Und für mich ist das eine Frage und vielleicht die entscheidendste Frage von unserem Jahrhundert. Gelingt es den Chinesen, sich wirtschaftlich so weit zu entwickeln, dass sie dieses Elend besiegen? Und dann muss ich sagen,
dann muss ich diesen chinesischen Weg anerkennen. Wobei ich nun sagen möchte, ich glaube nicht an eine alleinselig machende Religion und ich glaube auch nicht an eine alleinselig machende Staatsform. Ich halte es für möglich, dass die jetzige Staatsform für China die richtige ist, aber ich möchte das noch erleben. Ich sage Ihnen allen dreien herzlichen Dank, dass Sie hier an diesem Gespräch teilgenommen haben. Ich sage Ihnen Dank fürs Zuschauen. Wir machen eine Sommerpause und ich sage Ihnen auf Wiedersehen im Herbst.